Wir sind schon echt verdammt nah dran. Willkommen zurück zu Ratchet & Clank Second Run. Hier auf dem Altanus Orbit, den wir jetzt ganz schnell wieder verlassen werden, denn wir müssen nach Calibor 3 zur Gadgeton Fabrik. Da gibt es noch einen Zielpunkt. Ich überlege gerade. Also es gibt noch zwei Zielpunkte. Ich erinnere mich gerade. Da war doch immer ein Goldbolt, ne? Was ich nicht bekommen habe, weil das irgendwie ja, das war so auf dem Wasser. Also halt im Wasser. War das der eine Goldbolt, den wir da letztens bekommen haben, dadurch, dass wir diese Schalterrätsel da gelöst haben? Muss eigentlich sein, weil wir haben hier keinen mehr, den wir brauchen, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Ich überprüfe das nochmal, nicht, dass auf Welden doch nur irgendwie zwei waren. Also uns fehlen auf jeden Fall nur noch drei, das ist sicher. Ne, hier gab es tatsächlich keinen mehr. Es gibt jetzt tatsächlich nur noch auf Welden Goldbolts, und zwar alle drei, die uns noch fehlen. Ja, okay. Äußerst interessant. Ich möchte zuerst mal zum Hoverboard rennen. Die Frage ist, kam ich da leicht hin? Ja, da müsste ich eigentlich leicht hinkommen, weil wir haben uns da ja eine Abkürzung geschaffen, die eigentlich noch existent sein müsste. So, hier können wir jetzt schon ein bisschen üben. Das war natürlich super. Ah, die Dinger müssen wir ja nämlich auch auf Welden töten, ne? Das sind ja genau die Dinger, die uns den Zielpunkt bringen werden. So, und da die Abkürzung müsste jetzt noch eigentlich noch existent sein. Wenn nicht, ist es einfach nur mega arschig, aber ich sehe sie noch. Die ist noch existent. Das ist super, damit können wir ganz easy zum Hoverboard rennen. Der Todesweg hier, ne, der war unglaublich schlimm. Aber müssen wir zum Glück nicht mehr laufen. Wir können jetzt hier ganz easy die Abkürzung nehmen und hier einen Zielpunkt anvisieren. 4500 waren es, glaube ich, ne? 4500 Punkte brauchen wir hier aber mal Hoverboard-Training. Und da habe ich mir auch schon gedacht, heilige Scheiße, wie soll ich das schaffen in drei Runden? Theoretisch haben wir alle Zeit der Welt, da nochmal gesagt. Aber wir haben halt nur drei Runden Zeit. Ja, und diese drei Runden werden wir einfach mal ein bisschen ausbauen. Denn hier sollten wir tatsächlich, wenn wir jetzt hier runterfallen, den Trick stehlen, immer wieder hier landen, genau. Ist natürlich mega praktisch. Leider bekomme ich gerade noch nicht viele Punkte dafür. Oh, scheiße. Okay, gut. Es kann klappen. Sagen wir mal so. Es kann klappen. Wie gut das dann wirklich klappt, ist die andere Sache. Kann ich hier auch so richtige? Natürlich nicht. Ich dachte, vielleicht ist es so Halfpipe-mäßig. Leider nicht. Leider nicht. Leider nein. Leider nein. Wow, 40 Punkte ist ja ein heftiger Shit. Ne? Kann sich auch die reguläre Art versuchen. Man kann ja versuchen, zum Beispiel diese Doppel-Dalas zu bekommen oder halt, was natürlich auch möglich ist, nochmal hier den Twisty McMarks versuchen auf der Strecke. Auch durchaus möglich, aber ja, wenn es hier diesen lustigen Trick gibt, mit dem es auch klappen kann. Und da ist, by the way, noch ein anderer Weg. Sei nochmal gesagt. Kann man auch irgendwie hinkommen? Natürlich kann man da hinkommen. Nur ich schaffe das gerade nicht. Hier gab es noch eine zweite Abkürzung, fällt mir ein. Oder war es auf der anderen Strecke? Weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, man muss auch einfach nur weit genug nach rechts springen, wenn man gelandet ist. Oder nachdem man gelandet ist, besser gesagt. So. So, 20, super. Ja, das kann jetzt halt eine Weile dauern, wenn wir jetzt tatsächlich den Trick hier die ganze Zeit ausführen. Die Tricks. 10. Das war doch voll der Ultra-Trick hier. Hast du nicht gesehen, Junge? 20. Ja, ich krieg gerade keine heftigen Tricks hin. Was? Ich habe noch mega gestanden. Waren es 1600, ne? Na, ich muss da landen, verdammt. Fuck it. Scheiße. Wie viel waren das jetzt? Ne, 4500. Okay, gut. Leute, ich glaube, das schneide ich raus. Und ich werde jetzt hier einfach ein bisschen rumfuhlen. Indem ich genau das mache, was ich jetzt gerade mache. Mega viel Arbeit, aber Cheaten ist schön. Cheaten ist wunderschön. Und wenn mir das etwas viel leichter bringt als der reguläre Weg, dann machen wir das doch. Insofern sehen wir uns gleich. Tralalala, tralalala. Cheaten macht das Leben süß. Hey. Problem. Gonzo und Tip-Tweak hier durch. So, was mehr Punkte bringt, ist klar. Cracker Jack, das ist natürlich noch besser. Wieso hat er jetzt weniger gebracht? War der so kacke? Vielleicht muss ich jetzt doch gar nicht rausschneiden. Andererseits, ja, ich kriege gerade wieder nicht
genau das sind, was ich brauche. Ja, ich krieg stetig Punkte, das läuft ja. Ist ja noch kein Ding. Schnell, oh mein Gott. Ich hoffe, ich wache nochmal, Dankeschön. Eine Schanze, ja. Das war doch voll der Trick hier, verdammt. Voll der heftige Trick. Der war auch besser. Zu dem bewährtest hier. Miststück. Hallo, wieso kriege ich auf einmal nur so wenige Punkte? Achso, ich glaube, wenn ich ihn einmal gestanden habe, kriege ich ja weniger dafür, ne? Ich erinnere mich, ja. Irgendwie so war das. So ganz lustig. Kacke. Heftige Scheiße. Aber egal. Es lohnt sich. Nein! Fuck it. Alter, da jetzt nicht in 1000er Schritten, oder? In 100er Schritten, meine ich. 1000er wäre absolut geil. Ah, ich stehe die einfach nicht mehr. Schnarre Monster, jawohl. Der Doppeldaler, herrlich. Und nochmal der Doppeldaler. Läuft. Nein, shit. Wenn wir die ganzen verschiedenen Tricks machen und nur verschiedene Tastenkombinationen, ist das durchaus relativ schnell möglich. Nein! Nein! Fuck it! Na gut, ist Runde 2 erst. Ist kein Problem. Nothing is over. Das darf mir gleich nicht nochmal passieren. Jetzt will ich aber einen Anfall. Tralalalala, 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 tralalalala. Hier ist eigentlich bei jeder großen Schanze. Es geht bei jeder großen Schanze. Ich muss auch irgendwie erstmal die Tricks stehen, verdammt, was ich gerade nicht hinkriege. Lustig, schnelle Monster. Den McMarks kann man hier locker hinkriegen. Oh shit, ich bin ja gar nicht. Stimmt. Jawohl! Wir haben den Revolvator irgendwas hingekriegt. Und den Stilpunkt, sauber. Ja, ich habe leider gerade in der zweiten Runde nochmal ein bisschen verkackt am Ende hier. Was den Trick angeht. Besser gesagt, was das Landen angeht und ins Wasserfallen angeht. Und genau, da links habt ihr auch die Abkürzung gesehen, die zweite. War also doch auf der Strecke hier. Ich weiß ja noch nicht, wie ich die freischalte. Muss ich ja vielleicht auch durch die Tore fahren. Das würde mich ja schon ganz gerne, ganz dringend interessieren. Ich glaube, das mache ich jetzt nochmal gerade. Ich habe meine Uhr nicht angehalten, während ich das jetzt hier gemacht habe. Es waren nur 4-5 Minütchen, aber trotzdem. Das würde ich doch schon ganz gerne rausschneiden. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich tatsächlich nur die Tore hier am Ende fahren. Und die zählen dann auch für diese Abkürzung da. Zumindest in der einen Runde dann. Das würde ich jetzt tatsächlich gerne mal ausprobieren. Aber wir haben auf jeden Fall erstmal den Stilpunkt. Das ist schon mal schön. Das heißt, wir müssen jetzt mal eine Runde hier überstehen. Und natürlich gibt es auch da diese eine Stelle natürlich noch da. Wo wir gerade die ganze Zeit gefailt sind. Da kann man natürlich auch noch irgendwie nach oben. Vielleicht gibt es auch da die entsprechenden Ringe dafür. Naja, interessiert mich das so? Irgendwie schon, aber irgendwie ist es auch mega unnötig zu wissen. Es sind locker da. Die Tore sind locker da. Es wird nichts bringen, jetzt am Ende dazu aktivieren. Also zumindest nicht in dem Fall hier. Das Tor wird dadurch wahrscheinlich nicht kaputt gehen. Oder irgendwas. Bin ich mir schon ziemlich sicher. Ja, ich kann das mittlerweile so ein bisschen. So ein bisschen. Nicht ganz geil. Jetzt treffe ich die Tore nicht mehr, weil ich dämlich bin. Ja gut, dann legen wir es jetzt nochmal drauf an. An diese Stelle da hinzukommen, irgendwie. In einem richtig heftigen, langen Jump. Vielleicht kriegen wir das hin. Jump! Wie soll man da hinkommen?
Ja, seht ihr ja, da sind auf jeden Fall diese Tore. Dann kann man da rein und alles ist toll und es ist mir scheißegal. Weil hier brauchen wir zum Glück keinen Rekord brechen für den Zielpunkt. Sonst wäre das definitiv ein Faktor geworden, aber so. Wofür? Wo kommen wir denn da hin? Achso, das war der normale Weg und der ist jetzt verschlossen. Verstehe ich nicht, was sie immer damit haben, von wegen, du darfst da nicht mehr jetzt hin zurück. Du warst da zwar schon mal und bist da durchgelaufen, aber so einfach darfst du noch nicht mehr hin zurück. Da musst du den ganzen Weg nochmal laufen. Finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Auf jeden Fall. Ach, jetzt weiß ich auch, was das da für ein Bereich ist. Natürlich, das ist der Additional-Bereich, wo wir das Ding zum ersten Mal bekommen haben. Und da war ich halt schon. Aber hab einfach jetzt im Second Run ja gar nicht mehr gepeilt, dass ich da ja noch gar nicht war. Das macht alles absolut Sinn. Herrlich. Ach, weniger herrlich wird das jetzt hier. Wir dürfen uns nicht treffen lassen. Hoi. Das Doofe ist, ich weiß auch nicht mehr den regulären Weg. Das heißt, es wird eine Gaudi. Aber absolut. Ich weiß nicht, ob wir die Dinger zerstören dürfen. Weil wir können ja auch einfach hier so zack. Ne? Ja, wow. Toll. Damit können wir schon mal direkt neu starten. Lass uns von allem treffen, was geht. Da unten. Was ist das? Das ist doch ein Goldbolt. Das ist die Hoverboard-Strecke. Okay. Jetzt verstehe ich. Aber wieso ist es unter Wasser? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Ah, das ist auf jeden Fall die Hoverboard-Strecke und es ist kein Goldbolt, sondern eben so eine Rakete. Das peile ich jetzt erst. Ich verstehe trotzdem nicht, warum das unter Wasser ist. Weil wir sind doch beim Hoverboard-Rennen nicht unter Wasser, oder? Oder bitte jetzt. Oder ist das gar kein Wasser? Ich glaube, es ist gar kein Wasser, ne? Wenn ich so die Berge sehe. Ich glaube, es ist einfach irgend so ein dichter Nebel oder sowas soll das darstellen. Ja. Es soll dichten Nebel darstellen. Ja, das muss mir auch erstmal einer sagen. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre Wasser und wir müssten da irgendwie. Okay, gut. Ein weiteres Geheimnis gelüftet. Heilige Kacke. Jetzt begreife ich das. Des Weiteren begreife ich, dass diese Mission, dieser Zielpunkt, die Hölle wird. Die absolute Hölle. Kriege ich hier nicht vielleicht irgendwie so kleine Wühlmäuse? Das wäre hier extrem geil, dass das Ding hier einfach so abballert, die ganzen Dinger. Aber das werden die mir sicherlich nicht erlauben, wenn es dafür einen Zielpunkt gibt. Aber es wäre allemal sehr, sehr cool. Ich will dich nicht. Der Rest hier sollte eigentlich kein Ding sein. Wenn ich noch weiß, von wo die Dinger kommen. Und das weiß ich. So, und jetzt muss ich nur noch richtig springen. Also die richtige Entscheidung treffen. Muss ich hier langfahren? War das so? Bin mir gerade nicht mehr sicher. Und vor allem muss ich den Sprung schaffen. Was auch immer nicht ganz easy ist. Scheiße. Ich muss trotzdem erstmal gucken, ob der Weg richtig war. Ich meine schon. So, hier kam auch eine richtige miese Stelle. Da müssen wir jetzt gleich nämlich da links hin. Und das Ding zerschlagen oder drüber fahren. Ich weiß ja nicht, ob wir es zerschlagen dürfen. Aber es das heißt ja offiziell, wir müssen den Parcours schaffen, ohne Schaden zu nehmen. Das heißt, wir dürfen die Dinge auch zerstören, wenn wir dabei keinen Schaden nehmen. Ich glaube, da müssen wir weiter, ne? War das so? Ja, das war es sicherlich. Ja. Heftig, okay, gut. Zweimal haben wir bisher Schaden genommen. Merken wir uns das nochmal. Hier können wir in der Mitte fahren. Das kann ich mir wahrscheinlich sowieso nicht merken. Shit. Okay, dreimal haben wir Schaden genommen. Das geht ja noch. Und einfach, um es vollständig zu machen, gehen wir nochmal hier runter. Gehen nochmal in dieses Ding rein. Sehen nochmal die ganzen lustigen Hühner. Und füllen dieses Ding aus. Hier war ein Goldbowl drin. So. Damit wir uns hier ganz klar verstehen. So. Das stört mich, wenn da irgendwas so grün funkelt auf der Karte. So. There we go. Zurück, bitte. So, irgendwie. Wie kam ich zurück? War hier ein Schiff? Ich glaube schon, ne? Jawohl. Das setzt mich auch, soweit ich weiß, direkt wieder oben raus. Ja, drei Dinger hat uns das jetzt gekostet. Also ganz ehrlich. Ich glaube, das wird doch relativ machbar. Das ist auch nicht so unbedingt lang. Ich würde auch gar nicht mal sagen, dass es wirklich viel, viel länger ist als Battalia. Wobei ich mich an Battalia auch gerade nicht mehr so hundertprozentig erinnern kann. Aber es ist auf jeden Fall deutlich angenehmer als der Weg, der hier zum Goldbolt führt. Das kann ich nur mal gerade festhalten. So, ja. Ich fühle mich immer noch so ein bisschen schlecht wegen diesem Trick. Aber gut, komm. Das Hoverboarden ist an sich echt mega kacke. Also mega schwierig, auch scheiße.
Und deswegen finde ich es eigentlich echt nicht so schlimm, wenn ich jetzt da einfach diesen Unterfalltrick anwende. Den kann ich auch, glaube ich, bei der anderen großen Rampe kann ich ihn auch nochmal irgendwie anwenden. Aber 4500, gönnt euch das. Das ist ein verdammtes Brett. Und ich habe keinen Bock, hier Ewigkeiten an dem Spiel zu hängen. Ich will die Serie erkunden. Ich will weitere Spiele spielen in dieser Reihe. Und dafür brauche ich dann leider auch mal hier so solche Tricks. Nee, ich hätte mich da, glaube ich, auch nicht so imstande gefühlt, das zu schaffen. Bin ich ja ganz ehrlich. Einmal wurden wir bisher getroffen. Ist halt fucking annoying. Mit 8 Energiepunkten. Mit vollen 8 Energiepunkten am besten noch. Sich die ganze Zeit absichtlich treffen zu lassen, weil das Jahre dauert. Also es dauert selbst Jahre, getroffen zu werden. Ach, da war noch einer. Den habe ich voll gerade übersehen. Auch nicht schlecht. Außerdem bietet das Training. Das bietet absolutes Training. Und wir brauchen ja auch nicht mehr Energiepunkte oder irgendwas. Irgendeinen Scheiß. Wenn wir gleich durchfahren. Also es ist jetzt scheißegal, ob wir jetzt getroffen werden oder nicht. Für meine späteren Runs, von wegen, ja, ich brauche doch später noch Energie. Ist ja nicht so. Kann ich ja sowieso nicht anfangen. Am besten mir sogar einen Energiepunkt, dann bin ich nämlich direkt tot, wenn ich getroffen werde. Und das ist ja im Endeffekt das, was ich eigentlich nur will. So, einmal wurden wir getroffen. Das ist eine gute Quote. Leider auch relativ am Anfang. Heißt aber, den ganzen Rest habe ich drauf. Den ganzen verfickten Rest habe ich drauf. Und das heißt, wir werden gleich um 1 Tierpunkt reicher sein. Und dann fehlen uns nur noch 2, glaube ich, ne? Ich glaube, dann fehlen uns tatsächlich nur noch 2. Und dann kann ich das Spiel auch heute noch beenden, auch wenn es nicht geplant war. Beziehungsweise wenn ich nicht damit gerechnet habe, dass ich das schaffe. Weil, ich meine, wo habe ich angefangen? Ich habe auf, wie heißt es nochmal? Gaspar habe ich angefangen. Auf Gaspar. Ich meine, gut, das waren jetzt nicht so krass viele Planeten, vor allem, weil wir viel überspringen konnten, weil wir die schon hatten. Oder weil wir das meiste da schon hatten, sagen wir mal. Aber prinzipiell. Nicht schon wieder, das war doch dasselbe jetzt, glaube ich, ne? Ja, jetzt kann ich mir definitiv töten. Jetzt habe ich auch nur noch 3 Energiepunkte. Geht schneller. Aber das sehe ich ja jetzt nicht ein, da jetzt nochmal einen ganzen Run zu investieren dafür. Wenn wir es doch so einfach haben können. Aber die meisten Dinger hiervon würde ich doch schon ganz... Hallo! Was, bitte? Die meisten Dinger würde ich doch schon ganz gerne durch zerstören. Weil das dann doch mal einiges einfacher wird. Wieso kann ich mich denn hier nicht einfach links oder rechts runterschmeißen? Ja, weil ich auf der Hoverboard-Strecke lande und nicht tot bin. Oder so. Ich finde es auch sehr logisch, dass ich irgendwie nur den Durchfahrer aber Schaden nehme. Ich würde erwarten, dass ich da voll gegenklatsche, so wie bei Subway Surfer, aber... Doch ewig nicht. Ich habe das halt lange deinstalliert schon, aber... Das war damals eine App, ne? Subway Surfer. Die neue Art von Temple Run. Das ist auch schon cool. Und Temple Run natürlich an sich. Und Temple Run 2 dann später. Gab es noch irgendwelche hier Pay-Versionen, die jetzt nicht unbedingt sein mussten, die mega unnötig waren. So, wie muss ich das machen? Hier so und dann so und dann nach rechts, genau. Gut, das habe ich mir gemerkt. Jetzt gleich kommt ein Heini, der mir da was davor wirft. Obwohl, das kam doch gar nicht hier. Hier habe ich auch mal Angst, dass ich den Sprung nicht schaffe, aber der geht eigentlich voll. Das war viel zu früh! Wie dämlich. Wie unglaublich dämlich. Also das geht absolut auf meine Kappe. Das war absolut dämlich, wirklich. Gibt's kaum was Dämlicheres. Komm, töte mich, Wagen. Ja, komm, töte mich. Dankeschön. Und nochmal, nochmal, nochmal treffen lassen. Komm, nochmal. Fährst du langsam, aber trotzdem. Kannst mich trotzdem treffen. Und du tötest mich jetzt bitte. Dankeschön. Ah, Mann, komm. Wir haben jetzt noch ein paar... eigentlich eine Minute noch. Ja, das will ich jetzt noch hier schaffen, verdammt, in diesem Video, das ist doch unmöglich. Verdammte Scheiße. Ja, das ist jetzt nicht so wahnsinnig schwierig. Ist nicht so viel schwieriger als auf Battalia. Jetzt wirklich, das ist... Vor allem, wenn man jetzt halt einfach weiß, wo das alles ist, wenn man jetzt nicht weiß, wo die Bahnen kommen, okay, aber... Ich weiß das und ich weiß auch, in welchem Abstand ich die Dinger hier treffen muss. Damit die mich nicht treffen. Insofern kann da eigentlich nichts schief gehen. Ich kenne die Kollisionsabfrage. Nur will ich sie manchmal nicht wahrhaben. Das kann natürlich ein Problem sein. Ja, ich wusste halt gerade, wo ich hier so panisch reagiert habe, dass der relativ schnell jetzt gleich auf mich zukommt. Aber ich wusste nicht mehr so ganz, wann genau. Hoi, das war ziemlich knapp, glaube ich. Schnell! Oh mein Gott, das war knapp, das war knapp, das war alles knapp, das war alles sehr knapp. Aber ich habe es geschafft. Vorerst. Jetzt wird es nochmal übel. Da springe ich drüber. Oh mein Gott. Das war verfickt knapp.
Und jetzt gut sein. Gut sein. Verdammt gut sein. In der Mitte bin ich sicher. In der Mitte bin ich sicher. Vorerst. Nein! Das letzte Hindernis! Okay, nicht ganz das letzte, aber komm schon. Was ist das denn für eine... Nee! Also das hätte so gut mit 20 Minuten gepasst, dann fick dich doch. Da war ich einfach nicht schnell genug. Da war ich einfach nicht schnell. Tragisch. Ich war nicht schnell genug. Ah, Mann. Scheiße, ich überstehe die ganzen scheiß Stacheln und Bahnen und dann scheitere ich an einem scheiß Metallzaun, Gitter, Kacke. An einer Metallstrebe, Stange. Was weiß ich. Meine Güte. Das ist nicht wahr. No, ich will Neustart. Ach Mann, und dann bin ich wieder so kacke unkonzentriert. Das gibt es doch nicht. Das ist nicht so schwer, verdammt. Es ist wirklich nicht schwer. Ich weiß doch, wie der Hase hier läuft. Ich weiß es doch. Meine Güte. Okay, gut, komm. Nächster Versuch, jetzt packen wir das hier. Verfickte Scheiße. Und wenn nicht, dann machen wir es im nächsten Part. Ja, was haben wir jetzt danach noch zu tun? Auch einmal auf Drax Flotte. Den Stilpunkt. Und dann sind wir auch schon auf Veldin. Da gibt es auch nochmal einen Stilpunkt und die erwähnten drei Goldbolts. Und dann sind wir fertig. Dann kämpfen wir noch gegen Drax. Gucken uns auch die Extras an. Und dann war es das mit meinem Let's Play zu Ratchet & Clank 1. Dann sind wir absolut fertig mit einem Second Run mit 100%. Wobei, da gibt es ja immer noch diese eine unerledigte Sache, die mir nicht aus dem Kopf geht, nämlich, dass uns noch ein Gegenstand fehlt. Ich weiß nicht, ob wir den dann noch bekommen. Vielleicht ist es das extra für 100%. Dass wir dann noch einen speziellen Gegenstand bekommen oder irgendwas. Kann sein, weiß ich ja nicht. Aber es gibt halt nur einen Minipunkt bei den Extras. Deswegen kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen. Aber schauen wir mal, ne? Bin ich mal gespannt. Ja, und sonst, muss ich halt mal nachgucken, was das denn ist und wie ich das dann bekomme. Erst muss ich überhaupt wissen, was das ist. Habe ich keine Ahnung. Oder vielleicht war das auch irgendein Gegenstand, den wir schon verwendet haben. Aber da auch der Dekodierroboter zum Beispiel noch da ist, wäre es jetzt so meine letzte. Würde ich das jetzt so als letztes denken. So gut sein, hat gerade geklappt. Das war eigentlich relativ simpel. So, und jetzt aufpassen. Jetzt früh genug ein bisschen. Nein, nein, da kommt doch noch. Nein! Mann, ich bin so dämlich! Das machen wir trotzdem mal mit diesem Part. Ich glaub's nicht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Bis zum nächsten Mal gucke ich das dann nach. Mit dem. Oder nee, ich guck's nicht nach. Ich guck's nicht nach. Das machen wir dann, wenn dann live, wenn ich das noch brauche. Aber ich will das jetzt hier schaffen in dem Part, verdammter Scheiße! Ist ja wohl nicht wahr! Und wenn jetzt eine halbe Stunde lang wird. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Leider habe ich das Gefühl, genauso wird's auch gleich in Drax Flotte aussehen. Weil auch das ist theoretisch nicht unglaublich schwierig, aber ich vertue mich doch ganz gerne nochmal mit X und B, mit X und Quadrat, also auftauchen und abtauchen. Was natürlich nicht geht, wenn man da fehlerfrei durchkommen muss. Da muss man wissen, wie man hoch und wie man runtertaucht. Weil sonst kann man den Zielen unglaublich schlecht ausweichen und macht am besten noch das Gegenteil und fliegt voll rein, schwimmt voll rein. Da müssen wir schon ein bisschen aufpassen gleich. So. Okay. Bis hierhin alles in Ordnung. Das ist auch eigentlich nur diese eine Stelle, die mich halt ziemlich abfuckt. Die kann man halt nicht zerschlagen, weil es zwei hintereinander sind. Also ich habe es noch nie versucht, vielleicht geht das sogar irgendwie. Aber zwei hintereinander, schätze ich mal, kann man einfach nicht kaputt schlagen. Und das macht mir natürlich sehr zu schaffen. Da muss ich einfach nur schnell sein am Ende. Ich habe das ja auch schon mal geschafft, ohne da gegen zu fahren. Wollte ich nochmal anmerken. Oder in diese Dinge reinzukrachen, natürlich. Ist ja natürlich genauso schlimm. Stimmt, da ist noch eins. Mann, das vergesse ich immer. Wenn ich nicht gerade ultra langsam bin und das direkt sehe, weil es direkt auf mich zukommt. Jetzt kommst du, da werde ich wahrscheinlich jetzt verrecken. Nein, tue ich nicht. Und auch an dir nicht, bitte. Dankeschön. Super. Soweit, so gut. Auch hier richtig abgesprungen. Alles super. So, und jetzt aufpassen. Wie muss ich jetzt springen? So muss ich jetzt springen. Und es hat geklappt. Wir haben den verfickten Stilpunkt. Dankeschön. Ah, Leute, wir haben es geschafft. Ein weiterer Stilpunkt ist uns und damit ist die Gadgetron-Fabrik erledigt. Das ist so unglaublich gut. Das ist, also dieser Ort ist mit Orxon einer der beschissensten Planeten. Also Kalibur 3 hier, Orxon und Veldin. Also dann das finale Level, nicht der Anfang.
Das sind sie wirklich die schlimmsten Level, würde ich sagen. Die haben mich wirklich am meisten abgefuckt, wobei es nicht mal um den Planeten an sich ging, sondern wirklich um diese, also ja gut, irgendwie schon, ne? Es ging halt um diese richtig beschissenen Wege, die ultra lang gedauert haben und einfach ultra schwer waren. Also der hier war wirklich richtig mies, da musste man einfach mit Visibomben vorarbeiten. Und wenn man das nicht getan hat, war man halt irgendwie selber schuld. Sehe ich irgendwo absolut ein. Weil mit Visibomben hat es absolut super funktioniert, auch im Second Run. Und ja, Welden ist einfach unglaublich schwierig, weil es halt auch das letzte Level ist, klar. Aber der Part wird zu lang. Im nächsten Part, das sage ich irgendwie ziemlich häufig bei dem Projekt, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall geht's beim nächsten Mal weiter und vielleicht werden wir sogar schon fertig sein und mal gucken. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.